Shalom Aleichem, teure Zuguckers, Dorat Reb Noach. Und da geht Gustavo. Und wir wollen weiter lernen. Der Boy von Leben, wir halten bei Seite 98, Kapitel 2. Und ja, früher haben wir gelernt, haben wir sich bekannt mit Itchemeyer in Balut und seine Bonnen. Sie wohnen alle. Mit der Mami versteht sich euch in einer Kellerstube, wo es sehr eng. Sehr eng und nass und aber es ist eine Sprache und es ist sehr heimisch euch, ja, eine Sprache, ja. Heimisch. Und es ist interessant noch, zu bemerken oder zu betonen, dass in der Sprache sieht man alle politischen Richtungen. Alle Hauptrichtungen von der Politik in der jüdischen Kehille. Auf die Polizei von Schrank. Ja, auf der Polizei von Schrank und euch bei die Sinn von der Sprache. Ja, jeder hat seine Bücher und jeder vertritt etwas politischer Meinung. Ja, einer ist ein Zionist, ein Kommunist, Sozialist, ja, Bundist, also alle. Was nicht ist. Was nicht ist. Ein Skifist von Volksbewegung, ja. Sholem Efscher ist der Skifist, ja. Ist, und die Tiere sehr in Kellerstube. Es ist eng, aber es hat eine magische Ausstellungstätigkeit. Ja, also ich steht da. Magische Ausstellungstätigkeit. Eng, aber es sind da Polizis und. Es ist nicht, wir stammen nicht, wie sagt man, kein Balagan, ja? Ja. Gesadert, aber doch eng. Gut. Sie sind in Orem, sie sind in Balut, ja. Balut ist Orem und nicht gut planiert. Der Oremer Teil, ja, von Lodge. Es ist nicht Lodge, es ist ein Leben-Lodge, ja, aber... Ja, ein Hinterstadt, wird man das gehört? Ja. Es ist arm und nicht gut planiert, die Stadt, ja? Das ist klar. Gut. Das lehnen? Ja, ich kann anheben. Gut. Jenem Schabbes vor Nacht ist bei Itchemeyer in den Keller gewesen eine ganze Gratschke. Ungeheben hat sie sich bald in der Früh und was weiter die Schoren haben sich geruckt in Tag rein, als größer ist die Gratschke geworden. Was ist ein Gratschke? Ja, yeah, da ist das, als ein Läufenisch, als ein Eilenisch, als ein Tumor, noch etwas. Etwas zu lieb, etwas als Sibbe, ja? Ja. Ein Gratschke. Und man sagt euch, mach nicht kein Gratschke davon. Heißt es, mach nicht kein Dille, mach nicht kein Zimmes von etwas, ja? Ja. Ein Gratschke ist etwas groß, ein größer Tumlenisch, noch etwas, ja? Ja. Dann, ja. Es ist schon gar nicht gewesen, kein normaler schabbesdicker Tag mit seinem menuchendicker Stillkeit. Was ist gewöhnlich gewesen, ausgespräht der Saattag, sei in Drößen auf der Gas, sei in wenig, in Keller. Was Drößen auf der Gas hat sich getan, ist keinem in Keller jetzt nicht umgegangen. Aber der Keller allein ist gegangen auf Redlich. Nicht Itchemeyer hat sich gekonnt, ausziehen heute noch Mittag auf sein Bettel mit der Volkszeitung in der Hand. Nicht der hat gekonnt, haben ein Drimmel. Und statt dem hat er gemusst, herumläufen den ganzen Tag, der sich zu verschaffen, ein leichtes Stickel beget. Wollte er ihm nicht angekommen, so schwer, weil die Fleischerjungen und die Pferdejungen auf dem Häuf haben alle gehabt elegante Fracken. Viele der Einbrecher, der Lommerkohl, hat gehabt ein Wietscherowe Anzug. Wie er hat es gerufen. Ist aber die Zorre gewesen, was Itchemeyer ist gewesen, ein Mittelwuchsiger. Mehr a viele niedrig wie mittelwuchsig. Und die Jungen seinen Dafke gewesen Riesen. Nicht kein Jungen. Bis Jäusen ist eingefallen, als er wird zerspringen zum Tanzmeister Zinellen.
welcher es gewinnt mehr oder weniger die Wuchs von Itche Meeren und Meglech noch ein bisschen niedriger und bei ihm borgende Mondzug, muss er trock bei die Tanzlexis und Efscher Tacke sein Zylinder euch. Nun gut, was ist die Gratschke? Was ist die größte Gratschke da? Man sucht einen Anzug, ja? Ja, man sucht einen Anzug. Aber man will sich schön putzen und antun zum Schabes, ja? Ist es Schabes schon, ja? Ja, in Schabes, ja. Ja, auf etwas. Sein elegant. Zu lieb etwas, ja. Yeah. Simche. Aber es ist schwer zu finden, etwas, ein Anzug, was passt, ja? Ja, es ist interessant zu bemerken, als wie die Jungen es rufen, wie der Lomer Kroll, der Einbrecher, er sagt Anzug und nicht Anzug. Also steht. Ja. Ja, Escher. Ja, er passt, er kommt jetzt, ja. Ein Anzug. Wie man es auf Deutsch sagt und Mistome viel auf Lodger Jiddisch, es kann sein. Ja. Ich meine, es auf Lodger gewesen in, ich meine, nicht. Ich meine, die Deutschen haben gemeint, dass wenn die Nazis sind angekommen, haben sie gerufen Lodz Litzmannstadt. Ich weiß nicht, ob es die Nazis haben. Es ist gewähne deutsche Bevölkerung, ist gemeint, ja, gewähne deutsche Bevölkerung. Das wissen wir schon von Samuel, was er hat erzählt. Ja, ist ich meine, dass sie gewähne. Wie man hat gesagt, ja. Anzug hat man Anzug gesagt. Anzug. Die Deutschen sind eine größere Spur auf der Stadt, heißt es. Nach der Sprache. Gut. Und man sucht einen Anzug, denn. Ein Anzug. Zinelles Anzug, schwarz, glanzig und ausgerieben, ist nicht gekommen zu der eleganten Fracken, was die Jungen von Häuf haben getragen, wenn sie seinen gegangen auf sehr Hassenes. Aber Itche Meier hat schon lange gewusst, dem MS. Als Tomer kann man nicht haben, was man will, muss man wählen, was man hat. Ganz gut. Jetzt ist gekommen zu laufen mit Zinelles. Anzug und Tacke euch mit seinem steifen Zylinder. Und jetzt, in der Minute, ist Itche Meier ein aufgeregter und nicht ausgeschlafener gewesen, vernommen mit einem Aufziehen auf sich ein bisschen die. Ein bisschen zu nette Häusen von Zinellen. Nicht geguckt auf sehr kurz geht, wollten sie schon, wie nicht ist gepasst. Aber das vorn dicke Knäppel hat mir Schumäuf nicht gewollt zugehen und hat schon Itche Meier eingezogen im Atem und hereingeschleppt sein Läusen Kartoffelbeuch, hat er gefiert wie ein eiserner Pente, wollte sich herumgezogen herum sein Magen. Und es seinen gewähnt zwei Möglichkeiten. Oder die Pente wird ihm der Sticken, oder das Knäppel wird platzen und er wird verlieren die Häusen. Wer kennt nicht dort die Drama, ja? Ja, ich bin sicher, als ich habe das einmal angetan, etwas, ja, was passt nicht. Das Schrecklichste ist, wenn es passt. Yeah. Wenn man ist in der Stube, man geht da raus und es platzt. Ja, das ist dir geschehen. Ja. Das hat sich getroffen bei mir. Häusen, ja. Ja, mit ein paar Häusen ist es gewesen. Ja. Der Lehner, ich meine, der Prost, der Lehner, kann sich identifizieren mit dem. Mit dem, ja. Itche Meier. Mir die Prost, der Lehner. Ja. Itche Meier hat hilflos sich herumgeguckt über den Keller. Sie, es sieht nicht, wer seine Verlegenheit und wird nicht kommen mit der Nähze. Aber sie seinen alle gewähnt vernommen mit sich. Und er, der unbeholfener Tate, ist sehr viele in der linken Pähe nicht gelegen. Mottl, der Älteste von die unverheiratete Sinn, ist gestanden halb ausgetuner, mit der Hand der verbundener um Hals und sich rasiert entgegen Spiegele, wo es gehangen über der Wasserbank. Itche Meier hat gesehen in Spiegel eine Hälfte von Models eingesäfter Back und eine Hälfte von seinen verkrümmten, seitig verzogenen Mäul und ein aufgeglotzt, ein balutschet Eug, was hat wie geguckt gleich auf ihm, auf Itche Meier. Er guckt in den Spiegel.
Ja, also Arois Arois balutschet euch. Geglotzt ist also, ja? Ja. Ist euch geglotzt und ersetzt euch wie ein Balagan. Ja, also ich habe gesucht, Arois balutschet habe ich nicht gefunden, aber Balutschen, Balmutschen. Balutschen. Balmutschen habe ich gefunden. Nein, das ist das nicht. Ja. Balutschen kennst du nicht gefunden? Balutschen habe ich nicht gefunden. Balutschen, ja. Aber nein, aber geguckt, man versteht ja von dem Kontext. Ja, ja. Weil, ja. Also, wie hat sie früher geschrieben? Aufgeglotzt, ja, ganz. Yeah. Ja. Was gut. Hat die geguckt? Gleicher Film auf Echemerin, ja. Hat Dacke Itchemeyer nicht gewusst. Sie Mortel sitzt seine Verlegenheit und macht sich nicht wissen, sie er ist also hereingetan in seiner Weide, als er hat Stamm vergessen, als er hat Taten auf der Welt. Hat Taten, was mutet sich in dem Augenblick mit ein paar engen Häusern. Jo ist sie wieder, der deigelose Jung ist gestanden in Dreußen. In Vorderhäusl und sich geputzt seine lackierte Kamaschen. Gehen auf Verhassener ist gewesen eins von seiner größten Vergnügens. Er hat sich zugesungen, sein beliebten Semmel. Wie sagt man das auf Jiddisch? Havanegile. Aber sag es auf, weil das ist Yossi, er ist der Zionist. Havanegile ist der Zionist. Havanegile. Ja. Havanegile, ja. Und ja. Wir können später machen ein YouTube-Video, wo wir singen. Nein, hast du schon. Und wenn er ist fertig geworden mit den Wörtern, hat er untergepfiffen dem Refrain, bis er hat angehoben das ganze Lied auf das Nei. Joises Singen ist schon gar gegangen, nicht mehr auf die Nerven. Versorgt dem Taten mit einem eleganten Anzug und Potter an Essen, an Essig und Potter an Essig. Es ist ihm gewähnt leicht auf dem Herzen, dem Bnock. Und er, Itchemeyer, hat sich gemerkt, schlagen Kopf in Kischen. Wollt es euch keinem nicht angegangen. A viele Scholem, der Musinik, der getreieste von allen, was hat Klomperst verstanden, dem alten Taten auf Wunk, wo es ihm jetzt gelegen in Sinnen. Der ganze Kochenisch und Gratschke ist er gar gelegen auf den Warstadt. Das Bonim verdeckt mit der Jungwecker und gehalten inmitten der Kriegerei mit der Mamen. Also nur, was ist der Klo? Klomperst. Du musst damit Kläumerisch. Das ist Kläumerisch, ja? Ja, ist es. Ich hab's gemacht. Kläumerst. Klomperst, das ist dieselbe Sache. Schafer Wunk, ja. Klomperst. Ich habe gesucht und es ist ja. Klomperst, das ist dieselbe Sache wie Kläumerst. Ja. Yeah. Kläumerst. Das habe ich nicht gewusst. Das Klomperst. Kläumerst, ja. Ja, jeder einer ist vertan mit in sich jetzt, mit die vernommen mit die Kleider und alles. Ja, und Itchemeyer ist ein bisschen dramatisch, wollte ich gesagt. Dass seine Sinn haben vergessen, dass sie haben Taten auf der Welt. Das ist schön. Ja, Escher ist fühlt er sich einmal so und sie wissen schon. Ja. Ja. Ist aber schon wie Gornisch wollte ihm angegangen. Ja, liegt auf dem Verstand mit der Jugendwecker. Aber ungehalten mit der Mamen. Also er kriegt sich mit der Mamen, ja. Ja, jetzt. Also ich lehne noch ein Paragraph. Gut. Und sie, schöne Pässe, das Klompersch, getreue Weib, zu ihr ist er wade nicht gewesen, zu reden ein Wort. Sie ist gesessen und gelattet, ihr alt, schwarz Kleid, was es scheint, Mamen zu fallen unter die Hände, und hat Rachmone Litzland Rachmana Letzalan. Ja. Also, ja, ich suche. Rachmana Letzalan.
Wie sagt das also wie Chas V'Sholem oder Lamanu Shem oder? Also dein Wörterbuch ist es Rachmone Litzlan. Es steht Litzlan? Litzlan. Ja, schon habe ich gehört, der Amerikaner Reus Red, wo ist mein Wörterbuch? Warte eine Sekunde, ich nehme meins. Ja, ich habe gehört anders, aber es macht nicht so, wie es steht im Wörterbuch, ist richtig. Aber ich gucke in Naborskis Wörterbuch euch. Rachmone. Okay, gut, Rachmone Litzlan. Euch da, und das ist der einzige. Soll Gott uns behieten. Gut, Rachmone Litzlan. Wo sind wir? Ja. Entschuldigung, ja, gut. Nein, ja, es ist gut, es ist damit zu gut kontrollieren. Zu gucken. Ja, also Rachmone Litzlan geweint, wie ihr Steger ist. Mit trockenen Tränen, schnuppendig die Nase. Aber der hat nicht schon mehr gewusst, was in ihr Herzen tut sich. Erstens ist sie mitgeweint von der ganzen Tag. Bald in der Früh ist sie ja weg mit allen Bonim im Tanzsaal auf Bjeginer zu helfen, zu geraten, als zu der Simche. Das ist die Gas, ja. Die Gas, Bjeginer Gas. Bjeginer zu helfen, zu geraten, als zu der Simche. Und Hagam, es ist in Dreußen gewesen, ein knackendicker Frost. Ist sie heimgekommen, zerjachmerte und verschwitzte. Kaum bewiesen, ob zu essen das kalte, übergestandene Tschollend, was hat kein Schumtan nicht gehabt, hat sie wieder gemusst, aufläufen in der Heuch zum Vetter Hennechen, helfen einpacken die Fischen und Fleischen, die Kuchens und Torten, was der Vetter hat gedarf, gleich überführen auf seinen Gebäckswagen in Tanzsaal rein. Und jetzt ist sie gesessen und genitschewet ihr jontäuwedig Kleid, was sie hat schon lang gemerkt, verbeiten mit der Neim. Und zu die alle Zores ist zugekommen der Jung, Scholem, mit seinen Pismen. Haser will nicht gehen auf Gretes Hassene. Also das ist die Kriegerei. Ja, das ist die Kriegerei. Er will nicht gehen. Grete, ich gewähne dem Vetter Hennachts Schwesterin, Tochter. Und sie hat mit ihr Mamen und Schwester gewohnt bei ihm. Sind sie seinen alle drei angekommen von Sbonschin. Die zwei Freilins, Grete und Flore, haben wie nur sie seinen angekommenen Balut, wo ist Sbonschin? Ich kann suchen. Kennst suchen, ja, wie ja. weit das ist. Sie, das ist in Polen. Euch. Sind sie seinen alle drei angekommen von Sbonschin? Nicht so leicht habe ich gefunden. Hast du euch in Polen? Ja. Die zwei Freiwilligen. Ich darf es schon nicht. Eine Minute. Ich habe gefunden. Ja, ich habe gefunden jetzt. Ich habe gesucht auf Hebräisch, ja. Es ist eine Stadt in Polen. In Polen. Bei der Grenze mit Deutschland. Ah, ist schon nicht weit von Deutsch. Ja. Ja, es ist in Poznan. Poznan, okay. Ist Grete ist gekommen in Balut von Sbonschin. Die zwei Freilins, Grete und Flore, haben wie nur sie seinen angekommenen Balut sich gefunden, herumgeringelt mit einer Armee von Bachrim. Was haben in Anheb geguckt auf See von der Weitens, mit groß Abschei und Verehrung und der nachdem von ein bisschen nennter, aber mit demselben Respekt, was verpflichtet der Bluter Jung zu Fräuleins.
Was kommen von Deutschland? Ja, Bonjin ist auf der Grenze. Der Grenze, ja. Deutschland ist, man sagt schon, die Fräuleins. Was kommen von Deutschland, ja? Ist mir man halt sehr farbekommendige. Ja, und das ist interessant, weil auf Deutsch ist es nicht Fräuleins, ja, und was dem das? S. Auf Deutsch wollte es nicht gewinnen. Fräuleins. Fräuleins. Das ist Jiddisch, aber mit dem was sagt Klangbeit. Was ist Mehrzahl? Was ist der? Also was die Fräulein. Die Fräulein? Das Fräulein, die Fräulein. Ah, okay. Die Fräulein. Also das ist ganz Jiddisch zu legen an Samet und so. Das ist noch als Jiddisch lach. Ja. Sehr fein. Also hat man gerät wegen See, ja. Ja, es macht gerät wegen See und abgegeben Covid und Respekt. Was kommen von Deutschland? Mott die Schwester gerufen, die Deutschkes. Und hat sich gestarrt zu machen, für sie intelligent, wie man hat nur gekannt. Mott sie brockt das Baluter Mammeloschen, als es soll rauskommen, was Deutscher. Was Deutscher, aber weiße Häuser ist Mott nicht so gut getan. Ja. Also der gerecht dem Ziel, Fräulein, sagt man. Zerbrockt das Baluter Marmeloschen, also soll er rauskommen, was Deutsche. Aber geholfen hat es Saivi nicht. Sie haben getrieben die Baluter Kavalieren von sich. Greta hat sich gut verliebt in einen Buchhalter von Neustadt, wo so Davke gerät nur Polisch und es Davke nicht gewesen als ein größer Gewirr. Und mit ihm ist sie das heutige Nacht gegangen zu der Huppe. Und ihre Schwester wieder, Flore, wird öfter ja zugelassen zu sich, die Baluter Verehrer. Hat sie Poschet gehabt auf ein Numen Herz, sind dem ersten Tag, wenn sie hat betreten, die Schwell von Vetter Hernachtsdiere. Sie sotzige Zeugen herab im Keller zu den großen, unmütigen Augen von Solomon, dem Onkel Itchemers jüngsten Sohn. Und weil sie es gewesen, ein Mädel mit tausend Tränen und mit einem festen Willen, wie es haben gewöhnliche solche Schönheiten, wenn sie verlangen etwas, hat nicht lang genommen und hat den Balut angehoben zu schmusen, als Flore und Scholem seinen Apollo. Die Baluter Kavalieren haben sie Taka so leicht nicht abgelassen, aber sehr große Ambitions haben sie aufgegeben. Ah, Scholem und Flore sind ein Apollo. Flore ist Gretes Schwester. Ja, Grete ja. Geht Hassene haben. Er will nicht. Sie wird Hassene haben mit der Polische. Ja, mit der Poliak, ja. Ach, mit der Polak? Ist es? Nein, es ist ein Jiddisch. Mit der Nicht-Jid. Man ruft nicht jeden Polaken. Also er redet noch Polisch, das habe ich verstanden. Ja, aber das heißt nicht. Ein Polak ist ein Nicht-Jid. Ja. Es kann sein, dass jeder, was redet, nicht kein Jiddisch, ja. No, ja, hört am meisten. Das ist euch möglich, ja. Gut. Aber Scholem will nicht gehen auf der Hassen. Was tut sich? Ja, was tut sich da? Nicht gehen auf der Hassen von der sein von der Schwester, ja, so geht nicht. Schwester, ja, das ist interessant. Ja, nicht, ich meine, jeder, was kennt nicht kein Polisch, ja. Also, was kenne ich kein Jiddisch, was redet nur Polisch? Ein Buchhalter. Ah, ein Assimilierter, ja, ein Buchhalter, ein Assimilierter. Ja. Mir weiß nicht schon, dass die Assimilierter reden gleiche Polisch, eider Jiddisch. Ja. Nur Scholle wird sich heint eingesperrt. Er hat nicht gewollt gehen zu Gretes Hassene. Erstens hat er gesagt, tut ihm weh der Hals. Zweitens hat er auf der Nacht eine wichtige Versammlung im Bund. Wo mir wird wählen Delegaten zu der Warschauer Konferenz wegen Antisemitismus und er wird die Asa-Versammlung nicht durchlassen für keine Schummsache in der Welt. Ein Reingucken in Hals hat er sich nicht gelassen und hat sich dafür eingespart, als er wird dann sein heilige Arbeit und gehen mit den Brüdern euch stellen die Tische in den Tanzsaal. Ist doch verschiedene Pässeln schon klar gewesen, als es ist nicht so weit der Hals wie der Bund. Er ist ein Bundist. Ja. Der Getreier, ja. Aber ja, noch einmal, es ist interessant, Entschuldigung. Ja.
Was ist interessant? Ja. Ich wollte sagen, dass es ist interessant zu bemerken, zu betonen, den Unterschied zwischen den Menschen in die heuchen Fenster, wo sie will nicht reden wegen tagtäglichen Unionen, wegen Antisemitismus und Politik, bei der Simche von Nayor. Und da ist die ganze Mischpoche zu vernommen in Politik, also viele einer Sohn will nicht gehen zu seinen Schwestern, Hassene, zu lieb, eine Bundversammlung. Also das ist ein ganzer, nicht nur, also das ist ein Kontrast, ja, ich sind arme Leute und sind sehr politisch engagiert, die, ja. Die Reiche können sich vergehen, nicht reden wegen Politik und die alle Sachen. Ja. Sie sind reich, sie sind in der heuchen Fensters. Die arme ja. Leute, was leiden, mamisch, die, was wohnen da in Balut, leiden und sie können sich nicht vergehen. Ja. Nicht reden wegen solche Sachen und Polen bei den Massen mit so beiden der Massiv. Ja, ist, ich meine, das ist der Hund, was liegt begraben in dem Unterschied zwischen die Heuchefensters und die Porsche ja. Menschen. Und das ist etwas, was die Mechaberte will ganz klar weisen, ja. Ja, ja, ja. In Schöne Pestelin hat alles gekocht. Sie hat mitgehabt, kein Tewe zu kriegen sich mit ihrer Sehn wie Itche Meier. Sie hat gekonnt, oder herablassen sie ein paar Patch, oder reden gelassen zu der Sechel, abhängig von ihr Gemüt. Aber geh red zu sein Sechel, als bei ihm ist gewesen, wichtiger zu gehen zum Bund, wie zu der Hassene von seiner Cousinke Gretin, was es doch gewesen, eine leibliche Schwester von seiner eigenen Kalle. Schöne Pestel, warum Cousinke, ist das nicht bei Emmes sein Cousinke? Ich meine, das ist, sie sind bei Emmes leibliche Mischpache, ja? Ja, was ist doch gewesen, leibliche Schwester von seiner eigenen. Ah. Aber sie sind Cousine, ja? War Cousinen. Das heißt, Scholem ist, das ist Mischpache, weil Henoch ist sein Vetter. Ist das Emmes? Ja, sie sind in Mischpoche. Ja, yeah, das ist ganz... Ja, Kossenkalle, ja. Das ist gewinnt ganz normal. Ja. Nee, das heißt Flora, Grete und Scholem. Sie sind in Mischpoche, ne? Nein, aber noch einmal, abhängig von ihr Gemüt, nein, Entschuldigung. Yeah. Aber geh red zu seinem Sechel, als bei ihm ist gewinnt, wichtiger zu gehen zum Bund, wie zu der Hasner von seiner Cousinke Grete. Was ist doch gewesen, eine leibliche Schwester von seinem eigenen Kalle. Aber warum stellt man Cousinke in Gänsenfieslach? Weil, das heißt, sie haben mal... Sie sind, ja, er ist also, Mischpache oder ja, Mischpache. Aber Mischpache durch... Also sein Kalle, also Kalle. Wer wohnt in dem Haus? Wer wohnt in welchem Haus? Ja, also Grete ist nicht, wohnt nicht dort. Ja, sie ist die Cousinke von Scholems Kalle. Sie ist die Schwester, von Scholems Kalle. Ja, sein jetzt habe ich ganz verstanden, ja. Also er will nicht gehen zu der Hassene von seiner Kalles Schwester. Ja, yeah, was er ruft, der Cousinke in was mir ruft, der ja. Cousinke in Gänsefieslach. Sind sie ja. Bei Emmes Cousinen? Nein. Nein, das nicht. Nein, aber er ruft sie Cousinke, weil sie die Schwester von seinem Kalle. Aber mir ruft Itche Meier der Onkel. Itche Meier von Vetter Henachs Dire, ja. Das hat mir ja gerufen. Efter ist Cousinke, heißt also, wenn mir ruft Emmes in der Mumme, was ist das nicht kein Mumme? Oder ein Vetter, ja, ein alter Mensch kann man rufen. Vetter, Mumme. Wollt ihr da auf Zeichnen auf Mischpoch, ein Stammbäum? Ja, ist nicht so wichtig, aber ich bin neugierig zu wissen. Grete ist gewesen, dem Vetter hat nach Schwester und Tochter und sie hat mit ihrer Mama und Schwester. Aber, dem Vetter hat nach Schwester und Tochter. Okay, no, es ist nicht so wichtig. Ja, wir können weitergehen. Ja, wir können weitergehen. Gut, wieder, wo bin ich? Leibliche Schwester von seiner eigenen Kalle.
Shane Pessele hat gehabt, Cheshik zuzugehen zu dem verachteten Jung und ihm reinzimbeln, ein paar Leges, auf was die Welt steht. Hat sie sich erstens gefühlt zu mir dazu und zweitens hat sie gewusst, dass das wird nicht helfen. Und das hat sie noch mehr verdrossen. Hat sie ihm denn gestört, zu laufen jede Nacht in Lokale rein? Sie fahren auf seine Ausflügen. Hat sie ihm denn nicht allein genäht, die blaue Bluse und rote Krawatten? Nicht Zusteuer gegeben, die paar letzte Groschen, als er so können fahren auf ihre Kolonies? Vor dem ist das ihr schöne Pesselin gekommen als eine Behandlung? Vor was soll er nicht zu lieb deiner Mammen? Vor was soll er verschämen sein kalle Floren, was ihr schädig mit Schollemen ist ihr schöne Pesselin darf genick gewesen, so stark zum Herzen? Aber das hat nicht gehört zu der Sache. Vor der Kalle. Und mehr von allem hat schöne Pesselin wehgetan, was sie hat gewusst, als Schollem ist, bei Teve nicht kein Action. Nur ein Vogel, wie man sagt das, ein gut Kind. Aber wie Norris hat etwas verzeppet in sein Bund, ist er geworden ein Stück Eisen. Hat Schnemm und Hack und Brock. Nicht gewähnt, was zu machen. Hat sie Taki Eats den Herzen gescholten, den Bund mit allen Wisteklolles. Und was mehr, sie hat gescholten. Das Bittere hat sie gewählt mit huckenden Tränen, schnuppendick mit der Nase. Ay, er ist ein gut Kind, aber wenn es geht, geht den Bund. Eine Sache ist geschehen mit seinem Bund und er muss gehen. Ja, was ist das? Nehm und Hack und Brock. Nehm und Hack und Brock. Ist er wert ein Stück Eisen, er wird ein Action, ja, wenn es hat zu tun mit dem Bund. Gut. Noch ein Paragraph, okay? Ja. Ist Itchemeyers Nerven seinen Schenkel hangen auf ein Haar? Nicht genug, was keiner hat sich auf ihn nicht umgeguckt. Hat er noch gemusst zusehen, schöne Pässele schnuppeln mit der Nase. Eine Sache, was hat ihm in gewöhnlichen Momenten gerätzt und gemacht Suppen unter den Löffeln, befragt noch jetzt. Er hat eingezäumt mit alle Keuche sein Kast, leus gemacht dem Knopf von die Häusen und zuhaltendig sei mit beiden Händen hat er als Preis getan in der Richtung von Schollemen und er rausgezickert. Du siehst, die Mamme weint. Ja, er ist nicht zufrieden, was sie weint und schnupplet. Also ich habe gesucht, schnupplen, ich habe verstanden. Schnupplen, aber ich habe es nicht gefunden. Es rennt von der Nuss? Ja, sie macht. Ja, wie sagt man das auf Jiddisch? Von der Nuss. Schnupplen? Ja, äußer schnupplen, weil ich habe es nicht gefunden in Wörterbuch. Ich kann suchen von Englisch. Wie sagt man das auf Englisch? Das heißt, wie sagt man auf Englisch? To snivel? Ja. Schnupplen. Sich such. Nein. Nee? Ich will suchen in einem neuen Wörterbuch. Warte eine Sekunde. Wenn ich darf suchen im Wörterbuch, ist das wichtig. schnuppeln? Lass mich suchen. Schnuppeln. Ich hab gefunden. Eus schneizen sich die Nase. Smaken und smoken. Yes. Schnuppeln ist das, meine ich. Snivel? Nein, ich habe gesucht, blow nee, one's nose. Das ist jammern im Klagen. Das heißt das. So blow das heißt schneizen. Euch schneizen. Ja, ich meine, schneizen ist da geschrieben. Schneizen sagt man da? Euch schneizen, meine ich. Schneizen. Ist nicht sniveling, nur etwas anders. Euch schneizen. Blow one's nose. Schneizen sich die Nase. Smarken, wie du es gesagt. Ja, euch schneizen. Ja. Euch schneizen. Gut. Schnuppeln ist ein Synonym. Das ist von Stamme von slawischen Abstamm, ja. Ja. Du siehst, die Mama weint. Gut. Ja.
ja. Also, ja. Ja, es ist ein Stück, Stück Drama. Ja. Ja. Das findest du. Scholem hat ganz gut gewusst, dass die Mama weint. Hotscher hat gehalten, das von ihm zugedeckt mit einem Jungwecker. Jugendwecker. Gut. Mit einem Jugendwecker. Das ist doch etwas auf Fliegen. Wo stört mir? Kennst du weiterlehnen ein bisschen? Also, ich muss machen mit der Sache. Schwerer Passagier. Das von ihm zugedeckt mit einem Jugendwecker. Du darfst nehmen einen Jugendwecker und. Ja, Äpfel muss ich überbeiten dem Hintergrund. Sie wird da weggehen. Das Häuser ist da gebracht. Was heißt überbeiten Hintergrund? Ja, oh, Entschuldigung. Oh, nicht mein. Entschuldigung. Ich weiß nicht. In einem Aeroplan ist nicht so. Ja, lass mich weiterlehnen. Du darfst nehmen einen Jugendwecker und schlagen. Ja, in Herzen hat er sich gedacht, du sollst weiterlehnen. Ja, sie ist noch da. Also, in Herzen hat er sich getracht, dass die Mama weint speziell so heuch, als er soll wissen der Wegen. Nicht Kosche, sie hat gewusst, auf welche Drohne zu spielen. Aber Scholemen, ich wein als eins. Die Augen haben ihm gebrennt, in Hals hat gestochen wie mit Spielkes und zu ihm gewein bitter auf den Herzen. Er hat kein Gedenk die Thesen von dem Wort. Von einem Wort, was er hat sich gegräbt zu nehmen auf der Versammlung. Und es ist doch gewesen so wichtig, der Kampf mit die Narodopsis, die Frage von Vergresserin, die Jugendmiliz. Gut? Also ich habe es nicht bewiesen zu bringen, dem Flieh zum Eulem habe, aber sie ist da weggegangen. Ja, gut, ich hoffe, sie wird nicht zurückkommen. Nur besser mit Sonisch, der Hagenen. Ja. Also, das war Veganer, das klingt nicht gut. Yeah, das klingt nicht gut. Das habe ich nicht gewollt machen. Also, ja. Er greift sich auf zu halten, etwas Rede auf der Versammlung, aber ich meine, also, es geht nicht gut bei ihm, etwas, weil es, was steht da? Es steht, in Hals hat gestochen wie mit Spielkes und sie sind gewähnt bitter auf den Herzen. Äpfel ist er Tacke nicht gesund. Ne? Ja. Also, Akapore die Mame. Abi, der Bun, ist in Ordnung. Da ist es gewähnt Mottles Call. Er ist gestanden und geguckt auf sie, ein Zufriedener, reibendig sich die glatte, abgerasierte Backen. Da hat schon Scholem ein Riss getan, dem Jugendwecker von Ponym. Es ist gewesen um der Herd, als Mottl der patentierte kalte Gaselen soll ihm schleimen, verworfen, als soll ihm Scholemen vorwerfen, als er ihm sagt: Wer, aber du sollst schweigen, hat er äußert sich eine Foche getan mit den Fingern in Mottls Ponym. Er ist gerät gewesen, euch zu ladenen, sein ganz bitterherzhaften Bruder. Wie die Tür hat sich geöffnet und Joisi mit die glanzigen Kamaschen angetan, auf beide Hände, ist er reingekommen und ungehobener zu drehen mit dem Kopf in alle Seiten. Gewalt, was tut sich da? Mit den verspätigen die Chassene. Mit dich verspätigen die Chassene. Das sagen dich, hat er weggestellt, die scheinendicke Kamaschen bei der Tier und zugelaufen zu der Garderobe von zwischen die zerbralte, dicktene Garderobetieren hat sich getragen, sein Havanagile, Bassove und heiter und so vertäubendig, als es hat ausgeschlossen jeder Minenkriegerei. Er hat herausgelegt das gepresste Hemd, wo schöne Bessele hat ihm zugegräht, sein Schnips und versteht sich dem jontevdicken Anzug, was er hat getragen bei speziellen Gelegenheiten im Tanzsaal. Denn sein Blick ist gefallen auf Ichemeren. Ich will auf keinem nicht warten, hat er mafsig gewähnt, das Gesang und ein Lach getan zum Vater. Ich gehe allein und fertig. Ich mehr hat sich mehr nicht gekonnt zäumen.
Geh dir Gesundheit, hat er euch geschrien, und Eider Jössi hat bewiesen, ein Pindel zu tun mit der Neug. Hat er ihm ein Schleider getan, Sinelles, Marinarke, gleich in Bonimarein. Kannst du es zurücktragen, von wannen das genommen? Jössi hat bei Melech herabgenommen, die Marinarke von Kopf. Sie sorgfältig zusammengelegt und angeguckt dem Taten. Was teugt nicht der Anzug? Wer sagt, der teugt nicht? Er teugt auf schöne, reine Kapores. Doch, Itzimeeren hat abgelassen der Kass. Skneppel hat er sich ein Klo getan, weisendig auf sein Bauch. Jössi hat sich dann hinter zu ihm und sich daneben getan zu den Häusern. Er hat sie angehabt mit beiden Händen und angehoben zu dreißeln auf Itzimeers Bauch, wie er wollte sie werden, auf dem Häufen Gräumer machen. Dennoch hat er sich vernommen, sie zuzuknäppeln. Itzimeer hat wieder eingezogen, dem Otten hereingeschleppt den Bauch und das Knäppel hat mit Masel getroffen in der Lächel rein. Abgetan die Arbeit hat Jössi nitzchendig auf vier getan die Hand. Nitzchendig auf vier getan die Hand über die Nogavitzes. Es liegt wie angegossen. Gut, sie kriegen sich weiter über den Anzug, ja? Ja. Was der Tate warft, Mamisch, auf Jossen, nimm zurück, es teugt auf schöne reine Kapores. Ja. Heißt das, Jossi hat gesungen, haben eine Gile, sehr hoch, dass alle kriegen sich, über zu schreien, alle. Das habe ich verstanden. Das hat euch funktioniert, nicht? Ja. Wer hat nicht da gehabt, solche Momente, schreien, einer auf den zweiten, jeder einer schreit und kriegt sich, einer hebt uns zu singen sehr hoch. Ja. Also, ja, nicht zochendig. Ja. Zochendig. Ja, nicht zochendig, ja. Was sind denn Nogavitzes? Ich such. Ja, das verstehe ich nicht. Nogavitzes habe ich nicht gefunden. Ich kann suchen. Auf Polnisch. Ah, ich habe gefunden auf Polnisch. Nogavitze. Ich meine, ich habe es gut geschrieben. Das ist vorgekommen. Über Kok. Yeah. Kannst du sehen? Die sind in Häusern? Nogavitze, ja. Das habe ich... Das ist vorgekommen, wenn ich das gesagt habe. Kannst du machen größer? Ich sehe nicht so gut. Also. Ja, ich sehe. Gut. Ja, yeah, die sind in der Mien. Das tut man dann über die Häusern, ja? Ja, das habe ich verstanden. Ja, das habe ich irgendwo gesehen. Ich meine, es balle Maloche tragen. Ja, Dalle Marshall, ein Arbeiter. Ja, ein Arbeiter, balle Maloche tragen das alles. Kleider. Und noch medievale Zellner, aber das ist nicht wichtig. Oh, gut. Wer tragt die Nagavitzes? Jossi? Oder das ist von den Taten? Das Knäppel. Das ist der Tate, der trägt. Der ja, trägt abgetan also. Die Arbeit, hat Jossi eine Zochendicke vier getan, die Hand über die Nogavitzes. So liegt wie angegossen. Gut, willst du weiterlehnen? Ja. Alle meine Sonnen gesorgt, hat Itzimeer gebracht. Ich konnte nicht haben dem Atem. Konnte ich, ja.
Ich konnte dich nicht haben dem Atem. Schöne Pässele hat er abgebissen, dem vor dem Erwisch getan die Nase mit dem Abel und sich aufgestellt. Sie ist zu Itche Meeren und jetzt hat sie abgetan die Häusen und sie hat Treiber getan mit der Saarugse über sein Bauch, wie sie wollten gewähnen an enger Sack. Was lässt nicht der euch schitten, ein verachsend Stück Bagage. Es hat sie sie aufgeknäppelt. Itche Meer hat freier abgeatmet. Er hat nachgelassen die Ungeblosenkeit von seinem Beichel und sich der fühlt der Sach besser. Ob schöne Pässe, der hat ihm genommen in die Hände rein, hat er nicht gehabt, mehr was zu sagen. Oi, bon im Geduldi. Geduldi, ja. Ja, oi, meine Sinn, ich bin größer geworden, ja. Ja, Geduldi, Kimmel, David. Hat er schon den ganzen, aber ruhigter Asifts getan. Eus gebäut mir ein Haus mit Chochme, wohnen darin Naronim. Man kann denn gleich Wort in Stuba reden, nur man dreht sich auf die Otschiskes, was ist da geschehen, Sofkulsof, die Welt geht unter. Was ist das für ein Wort? Welches Wort? Otschiskes. Odichiskes. Norman Tretze sich auf die Odichiskes. Was ist da geschehen? Odichiskes. Ja, ich habe gefunden Otschiske. Das ist ein Kallus. Ein Kornen für. Ja. Ja, treten auf die Otschiskes. Wir darin Naronen. Wir können doch ein gleich Wort in Stube reden. Norman Tretze sich auf die Odichiskes. Odichiskes. Was ist da geschehen? The calluses von der Fuß. Ja. Es ist nicht zu vertragen da. Odichiskes. Die Welt geht unter. Ja. Also, was ist da geschehen, Sofkulsof? Die Welt geht unter. Er hat nachher dich betracht, schöner Pässeles, der schäuberten, gräulichen Kopf. Nu, wo sagst du, schöne Pässe? Sie hat gar nicht gesagt. A wegnehmen die Schere und eider itche Meeren ist eingefallen, was sie geht dort an, ist das Knäppel an abgehackt, schön gelegen in ihr Hand. Er hat angestellt, auf ihr ein paar Augen. Bist du auf von Sinnen, schöne Pässe? Nur bald hat er sich gehabt. Glaub mir, du gehst überstellen Snapple und nach der Hassene, du mein, es zurückstellen, hä? Hat er angequollen von ihr Kochme. Sie ist er weg, einfädem in die Nadel. Auf dem Weg zurück hat sie sich verhalten bei Solomon. Frag dich noch einmal mit Guten. Hat sie ihr Ziegeton mit der Nase? Es dich losen, hereingucken in Hals rein, ja, zieh nein. Das Mal hat Scholem noch gegeben. Er hat sich schwer aufgesetzt, herabgelassen die Fies von Warstadt und wackelndig sich. Aber wie ein Schicker hat er sich zugeschleppt zum Bänkel, wo schöne Pässele hat ihm untergeruckt. Itche Meier mit die Häusen in die Hand ist er weg noch ein Löffel. Er hat sich gestellt hinter schöne Pässeles Rücken und euch gebeugt dem Kopf, euch a Happen, a Kuck, euch zu Happen, a Kuck, in Scholems Hals tiefen ist. Schöne Pässele hat eine lange Weile gedrückt mit dem Löffel an Scholems Zunge, gedreht sein Kopf in alle Seiten, als das karge Licht von elektrischen Lämpeln soll fallen gleich auf seine Mandeln, bis sie hat sich zurück. Ausgegleicht, herausgenommen dem Löffel von seinem Maul und ihm abgewischt in Fertig. Nu hat Itche Meier sie angeguckt, wie man guckt ohne Doktor, ein Spezialist, nach einer gehörigen Untersuchung. Was nu? Rot Anigine hat sie ihm sachlich geentfert. Mottl, was hat er abgeschickelt,
unter sein Gombe zu sehen, wie seine Finger wickeln euch die Binde unter den Kragen, hat aufgehört zu schickeln und fröhlich hat reingetan mit dem Kopf. Gwald, Mama, wenn es schön wäre, na leid. Angine, sagt man, Angine, nicht Nigine. Was willst du von mir von ihr haben? Hat Jois sich zu ihm, der nennt er. Euch er ist gewähnt, fahr nur mit seinem Krawatt. Red nicht, der Reus, die Ausländisch. Red sie nicht, der Reus, die ausländische Wärter, also Viragne, wie du. Aber du weißt, der Kränk und sie kennt sich auf der Kränk. Ja, das ist gut. Du weißt, der Kränk und sie kennt sich auf der Kränk. Ja. Er weiß gar nicht und sie weiß etwas. Ja. Ah, du weißt der Kränk und sie kennt sich auf der Kränk. Ja, das ist schon. Das heißt, als er weiß gar nicht. Also er versteht gar nicht. Wenn man weiß oder kennt Kränk, heißt es, man weiß gar nicht. Ah ja. Und sie kennt sich auf der Kränk. Ja, man sagt das. Du kennst der Kränk. Er kennt Kränk. Er versteht gar nicht. Er ist ein Idiot. Ah ja. Aber zu kennen sich auf der Kränk, das kennen sie ja. Ja. Also er kennt auch in dem Namen richtig, aber er weiß doch gar nicht von dem, was er redet. Ja, yeah, was das ist. Was. Ja. Haben sich der Herr Park leben zu viel. Vater Henner, haben beide Jungen zusammen aus gerufen und sich gelassen zu der Tier. Heider sei sein Reus, haben sie sich umgekehrt zum kranken Bruder. Halt dich, Schalem, hat Jois ihr Fache getan mit der Hand. Und wegen Florin hast du dich nicht was zu sagen, hat zugegeben Mattel. Herr für Achtung geben. Wie sie wohl gewesen, meine eigene Kalle. Schöne Pässele, welche hat den ganzen aufgehört zu schnuppeln mit der Nase, hat gemacht Charlemagne ein Kompress von Kampfhorewe spürt. Ihm herumgewickelt im Hals mit ein paar Schichten von steifen Fragmentpapier, auf dem ein paar Handtücher und erst danach herumgewickelt im Hals mit der breiten, warmen Schal. Soll halten die Hitz. Sie hat darauf genommen, dem Zudeck von ihr Bett und bei vollen Schollen hereinzukriechen unter ein Überbett. Komm mal her mit den Häusen, hat sie das auf den Ruf getan, ihr Mann. Sie hat daraus gezogen die eingefädelte Nadel von ihr Kleid und sich genommen überstellendes Knäppel. Bald ist sie gewähnt fertig. Tu dich an und ein Eck soll es nehmen, hat sie gewischt dem Schweiß von Sternen. Gut. Ja, er ist bei Emmes krank. Krank. Und es ist etwas unsinnig in die Mandeln. In die Mandeln, ja. Ja, so kann sein. Was Angine, was ist das? Angine, so. Ja, das soll man suchen. Etwas erkranken, ein Halskrank. Ja, ich habe gefunden. Angine, mal sehen. Angine, ja. Angine pectoris. Das ist ein Wettig in der Brust. Das ist sehr typisch bei Koronarkrank. Koronare Herzkrank. In Brust? Ja. Da, man in fühlt, Brust? Aber ich in Brust. Aha. Aber was da in... Es ist kein Kränk. Es ist nicht kein Kränk, es ist ein Symptom. Ja. Yeah. Von Herzprobleme, von Herzkrank. Ja. Yeah. Ein Symptom, was beweist sich in den Hals? Nein. Aber wenn man sich abgelehnt hat, es zu tun noch mit dem Herz, aber da in dem Bild, ich habe gefunden ein Bild, es kann sein, so hoch, der Wettig. Einfach kann man es vertäuschen mit der Halsschmerz, mit der Halswettig. Ja. Yeah.
Okay. Ichimer hat Anschwierigkeiten, verknäppelt das Knäppel. A Weile betappt mit beide Händen den Bäuch, zu sehen, sie erfüllt sich Tage bequem und genommen ein Räufschleppen auf sich Selenes Marinarke. Die Marinarke hat euch nicht gepasst wie am besten und von verknäppeln sie hat kein Red nicht gekonnt sein. Aber auf dem hat sich Ichimer schon mitgestellt. Am Marinarke ist fort nicht gewesen kein paar Häusen, sind nicht gewesen kein Loch im Himmel. Als man hat sie nicht zugeknappelt. Das ist schon eine Lesung, ja. Er soll nicht zuknappeln. Die Marinalke, was passt nicht. Schöne Pässele hat eingewaschen ihr verschwitzt Pannen und herabgeworfen von sich die wachige Kleider. So hat sich wieder der Herr der Klappen in Sufit. Sie drehen sich schon oben auf Spielkes. Geh, Ichimer, geh derweil, hat sie gemacht, mild befeuern ihr Mann. Ichimer hat sich iets nicht geeilt. Sie brennt nicht, hat er gemütlich also getan. Er hat gewollt gehen mit seinem Weib, bekovedig, gelassen, wie sie passt für seine Gelegenheit. Schöne Pässele hat er aufgeschleppt auf sich, das jontiftige Kleid, was ist nicht gewesen, viel schöner von Wochedicken und rausgenommen, von Ergetz a Papierl mit Puder. Sie hat Gich eingetunken darin, a Breg von a Handtuch und ihm a Schmier getan über den Pannen. Sie hat genommen, beißen die bleiche, blutlose Lippen, a Reus zu rufen, a bissl Reutkeit auf sie und derweil hat sie voneinander geflochten, dem gräulichen Sopf von ihr Cox. Nach einer Minute ist der Cox glattig und durchgekämmt, zurückgesessen auf ihr Kark. Sie hat ein Reus genommen von Schuflädel, von Machanjove Tischele, die Eierringlach, was sie hat bekommen von Ichimeren noch als Kalle und sie verhangen an die Euren. In dem Moment hat Ichimer der Sehnen in sein Weib einen weiten Abschein von jener schönen Pässelin, was er hat. Von jener schönen Pässlin, was er hat einmal geführt zu der Gruppe. Sehr schön. Das heißt, wenn man hat nicht kein Schmirke, ja, von die heintige Kosmetik, ja, darf man beißen die Lippen, ein bisschen ist unerweit, und man hat genutzt, man hat geschmiert Puder auf den Pannen soll aussehen, das Pannen soll aussehen frisch, ja. Aber die Sache mit weißen die Lippen, das gewinnt einfach mir. Also, das ist einfach nicht gekannt. Ja, also man soll machen als Sache. Es soll aussehen reut. Ja. Und nicht so blass. Ja. Und es ist schön, hat er gesagt. Ja, sie sind noch verliebt, fortverliebt in einem. Ja, sehr sind verliebt in sich. Und wenn, aber nun, es ist doch ein Leben, ja. Das Leben und sie sind in Ohren, das Leben von Arbeiter, ja. Was sind sehr vernommen und darf arbeiten, gedeih sich mal fahren zu sein, weiter zu leben, ja. Aber er sieht in ihr sein Kalle von Amor. Ja. Abschein von seinem Kalle, ja. Sie sind euch geputzt und schön. Wie es bedarf zu sein, auf dieser Gelegenheit, Simche, ja. Ichimer hat der Griech getan nach Zinneles Zylinder, ihm mit Reus Feierlichkeit verlegt auf den Kopf und gehabter Blick in Spiegele. Er hat bewundert seine Gewuchsigkeit, angequollen und am Macht getan mit der Hand, wie er wollte, abgelacht von sich. Er ist zu Solomon. Nimm doch nicht über, hat er gekleppelt, das Kischen. Ein kranker Bundist ist sei wie ein schlechter Bundist. Keinen darf man können stehen auf die Fies. Er macht Häuser von ihm weiter. Ja. Solomon hat vermacht die Augen. Er hat gewollt bleiben allein, was Gicher, aber schöne Pässle hat ihm noch nicht zur Ruhe gelassen. Eider dieser Weg hat sie ihm noch gemacht, ein Schepp mit Salzwasser zum Schwenken. Sie hat zugestellt, die treffende Schüssel zum Bett und vor Sicherheitswegen hat sie ihm eingegeben, ein Proschik Kogutek,
die Hit soll schneller fallen. Erst danach hat sie eine beruhigte und ausgeleitete sich gelassen mit Itche Meeren zu der Tier. Ja. Ja, ein aber er ist hacke verkehrt, aber sie nützt uns die alten Mittel, ja. Salzwasser. Zum Schwenken. Zum Schwenken, herumgewickelt sein Hals mit der Schal und ein bisschen Plasche gegeben. Kogutek, was ist das? Ich weiß nicht, wie das. Ja. Ich finde ein Wörterbuch. Und ein Plasche, das ist Plasche Powder, ja? Ja. Yeah. Es ist Medizin, Medikament, ein Plasche. Ja. Aber Volksmedizin muss damit. Ja. Yeah. Gut. Gut. Gewehen interessant. Gewehen ja. Man kriegt sich, aber das ist doch eine Sprache, ja? Ja. Ich meine, eine Sprache, die ich kriege, nicht bei einem, es kriegen sich. Ja. Und ich gehe schon zurück zu meinem Stub. Wo ist es da? Ja. Also, alles in Ordnung. Du, was meinst du? Etwas gewähnt interessant? Ich meine, es sind gewähnt schöne Beschreibungen. Ja, wie er ist noch fort verliebt in sein Weib. Yeah. Wie er kennen ihr gefundenen Artikel. Schöne Pässe, was er hat geführt zu der Gruppe. Das ist gewähnt schön. Yeah. Ich weiß nicht, in allem, also die Aufregung von dem Sohn zu gehen zu der Bundversammlung, das ist gewähnt. Echt interessant, ja, mit Stomme. Rosenfarb ist gewesen sehr, sehr geniet in der Zeit, weiß ich weiß. Ja. Ja. Bekennt sich weiter mit der Sprache und fühlt, als das ist eine Sprache, ja, wir kennen sie. Ja, ja, hat das sei. Nicht auf der Wunk. Ja. Und es ist nicht so viel geschehen in dem Stickel von dem Roman, was wir haben gelernt, aber es ist fortgewehen. Ja, und interessant. Ja, interessant zu lernen. Gut, lassen wir uns abstellen da? Ja. Okay, wir werden uns abstellen da und weiter lernen ein anderes Mal. Danke für gucken, ihr kennt etwas ein Wort, was wir haben gelernt, nicht gekannt, suchen in gefunden in ein Wörterbuch. Ja? Nur schreibe einen Kommentar. Es sind da andere Wörter von slawischen Abstamm. Und, ja. Ja. Und ich hoffe, dass ich habe nicht alles gesehen, also narrisch mit dem Hintergrund wechseln und mit der Flie, was hat mich gestört, aber. Das Escher ist der Flieg unserer Lehners. Ja. Auf der Wand, was will. Ja, nein. Gut, seid uns gesund. Gut Yontif. Bald wird kommen Sukkis und gut Shabbos.